When I think of all the good times I've wasted. Letzte Woche war da so ein Test im Netz, ob man so viel trinkt. Wenn Sie einmal anfangen zu trinken, können Sie dann nicht mehr aufhören. Das ist gut, das ist sogar die Definition von Mann. Guten Abend, die Polizei. Haben Sie Alkohol getrunken, Herr Jung? Nee, ich weiß, das sieht jetzt erstmal so aus, aber ich trinke nie, wenn ich fahre. Ich bin gerade umgepackt. Guten Morgen, ich bin Verkehrspsychologe und mein Name ist Dr. Volker Blau. Ja, Sie dürfen gerne darüber schmunzeln. Okay, ganz ehrlich, ich hätte schon gepackt, keinem ist was passiert. Die Welt, die hätte sich weitergedreht und ich musste mich hier in dem Kurs hier sitzen. Sie empfinden diesen Kurs also als Bestrafung? Nein, ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich verstehe auch gar nicht, was es dir bringt, jedes Mal noch einen zu trinken und noch einen zu trinken. Wir machen eine Wette. Ich trinke keinen Schluck Alkohol, bis ich meinen Führerschein wieder habe. Einen Monat ziehst du es durch, länger nicht. Eine, maximal zwei Wochen hast du gute Laune. Und danach geht's bergab und du wirst jeden Tag unausstehlicher. Warum ist der Mann so böse? Ich lebe jetzt gesund und mag es nicht besonders. Und weil ich es nicht besonders mag, bin ich nicht gut drauf. Und weil ich nicht gut drauf bin, habe ich schlechte Laune. Weil ich schlechte Laune habe, bin ich ein Arsch. Und warum lebst du dann gesund, wenn dir nichts mehr Spaß macht? Das ist eine berechtigte Frage. Jeder respektiert dich, wirklich jeder. Nur du selber, du respektierst dich nicht. Ja, ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht, Mann. Wenn Sie das Gefühl, das Sie jetzt haben, mit einem Satz beschreiben müssen, wie lautet dieser Satz? Das ist so viel mehr. Ich habe nur zwei Gläser Sekt getrunken. Wie erklären Sie sich dann, dass Ihr Blutalkoholwert bei 1,6 Promille lag? Messfehler?